Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Bundesliga-Blog. Spieltag 13 Nachbesprechung. Was geht, Jungs? Was geht? Ja, es sind ein paar interessante Sachen passiert. Ich bin erstmal Erster geworden in der Kicktipp-Runde privat an dem Spieltag. Hab die meisten Punkte geholt. Woo! Fangen wir an einfach mit Freiburg gegen Stuttgart. Da hatte ich ja gesagt, ach, da fällt mir gerade ein, ich wollte mir eigentlich... Welches Spiel wollte ich mir nochmal anschauen? Ja, genau. Hoffenheim gegen Hannover. Das ist jetzt zwar erst das Samstagabendspiel, aber das wollte ich mir quasi nochmal anschauen, weil das habe ich nicht gesehen und da steht es 4-3, also 7 Tore nicht gesehen. Oh mein Gott. Egal, mache ich dann halt nach dem Video hier. Egal, also wie gesagt, Freiburg gegen Stuttgart. Schönes Spiel. 1-4 hatte ich zwar auch nicht live gesehen, aber danach die Zusammenfassung. Und da hatte ich ja gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Stuttgart gewinnt aufgrund des neuen Trainers, dem lieben Herrn Huub Stevens. Und das war auch so. Ich hatte an dem Freitagabend, war meine Freundin da und wir hatten irgendwie rumgesappt im Fernsehen und irgendwann sind wir auf N24 oder sowas hängen geblieben und hat gar nicht mehr daran gedacht, dass ja Fußball läuft. Und dann irgendwann kam halt unten durchgelaufen durchs Bild Eilmeldung. 4-1 oder 1-4, Freiburg-Stuttgart. Ich dachte so, what the fuck. 4 Tore für Stuttgart ist ein bisschen übertrieben viel, aber... war wohl auch verdient, zumindest was ich in der Zusammenfassung gesehen habe. Ich meine, in 4-1 ist es wahrscheinlich immer verdient. Und Harnik 2 Tore, der hat ja auch, ich weiß gar nicht, war es letzte Rückrunde oder vorletzte Rückrunde, wo er so extrem aufgedreht hat für Stuttgart. Ich glaube, war die vorletzte Rückrunde, wo er so extrem übertrieben hat. Und ja, da hat er wieder mal übertrieben gegen Freiburg. Das war auch eines der Spiele, wo ich auf Stuttgart getippt hatte. In meiner privaten Kicktipp-Runde und noch ein anderer. Und alle anderen hatten nur auf Freiburg getippt oder unentschieden. Deswegen waren wichtige Punkte. Hat zwar nur 2 Punkte geholt, weil ich 2-1 für Stuttgart getippt hatte, aber egal, Stuttgart-Sieg. Ich hätte mich insgesamt so privat mehr für Freiburg gefreut, wenn die gewonnen hätten. Aber okay, kann man nichts machen. Kommen wir zur Samstagskonferenz. Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln. Eigentlich ein Derby, was die Platzierungen auf der Landkarte angehen. Aber beide Mannschaften sehen das, glaube ich, nicht so richtig als Derby an, weil sie andere Konkurrenten haben, wo das dann eher das klassische Derby ist. Bei Köln ist es, glaube ich, Gladbach und bei Leverkusen, keine Ahnung. Bei Leverkusen, 1. FC Köln, 5-1. Da haben sich natürlich meine Leverkusener Freunde sehr darüber gefreut im Endeffekt. Und ja, war ein angenehmes Spiel. Leverkusen souverän und verdient gewonnen. Son gefällt mir... schon immer sehr gut, gefällt mir diese Saison aber noch besser als sonst. Und na gut, für Köln ist es natürlich schwer, auswärts in Leverkusen. Da hat wahrscheinlich auch vorher niemand damit gerechnet, da irgendwie Punkte zu holen. Von daher kein wirklich überraschendes Ergebnis. Na gut, die Höhe vielleicht schon. Aber insgesamt, dass Leverkusen gewinnt, war eigentlich klar. Schalke 04 gegen Mainz 05, auch irgendwie lustig. Schalke 04 gegen Mainz 05. Dann gibt's ja auch noch Paderborn 07. Und BVB 09. Lustig, lustig. Egal. Also, Schalke 04 gegen Mainz 05. Es war ja generell, also es war ja eigentlich der Spieltag der hohen Ergebnisse. Wir hatten jetzt schon ein 4-1 oder ein 1-4. Wir hatten jetzt ein 5-1. Und jetzt kommt Schalke gegen Mainz auch wieder ein 4-1. Schalke übertreibt also auch mal gewaltig gegen Mainz 05. Und ich weiß gar nicht mehr, hatte Mainz nicht sogar den Führungstreffer geschossen, den ersten? Und Schalke hat es dann gedreht? Bin mir dem ja ganz sicher. Auf jeden Fall hat Schalke unterm Strich verdient gewonnen. Auch wieder ein Spiel, wo man vorher sich nicht 100% sicher sein konnte. Da, also gerade Schalke spielt momentan ja eher sehr durchwachsen. Schalke spielt eigentlich immer sehr durchwachsen oder fast immer sehr durchwachsen. Und da hätte man auch Mainz was zugetraut. Aber sollte nicht sein. Schalke bleibt zu Hause stark und holt wieder den Sieg. Verdient 3 Punkte. Werder Bremen gegen SC Paderborn 07. Da hatte ich auf Paderborn getippt, muss ich zugeben. Paderborn, die übertreiben sich sowieso so ein bisschen dieses Jahr. Und den hätte ich auch auswärts einen Sieg zugetraut. Werder Bremen, naja, die machen nicht wirklich überzeugende Arbeit momentan oder vielleicht auch schon in den letzten Jahren. Auf jeden Fall überraschend, dass die hier auch 4-0 gewinnen. Wieder so ein Riesenergebnis. Und da hatte ich auf Paderborn getippt, war dann leider doch nicht so. Ich hätte mich auch privat ein bisschen mehr gefreut für Paderborn. Bremen, keine Ahnung, ist mir eigentlich egal, die Mannschaft. Und ja, auch hier kann man sagen, verdient gewonnen. Ich meine 4-0, was soll man da sonst noch sagen? FC Augsburg gegen Hamburger SV. Schade, ich hatte ja auf Augsburg getippt. Augsburg gewinnt auch 3-1. Das heißt, wenigstens mein Tipp ist richtig gewesen, auch wenn ich, glaube ich, 2-1 getippt habe. Aber ich hätte mich natürlich mehr darüber gefreut, privat, wenn Hamburg gewinnt. Hamburg schießt ja auch den Führungstreffer mit Van der Vaart. Und war ein schönes Tor von Van der Vaart.
Und ich habe eigentlich gehofft, dass das so weitergeht. Die hatten, glaube ich, auch noch ein, zwei Chancen zum 2-0, haben es dann leider verpasst. Und dann kam halt irgendwann Augsburg und hat das Ding gedreht. Ich glaube, der 3-1-Sieg ist ein bisschen zu hoch. Die hätten eher so 2-1 gewinnen müssen. Aber ist unterm Strich egal. War trotzdem leider ein verdienter Sieg. Hamburg hat sich ganz anständig angestellt. Aber ich habe ja auch vor dem Spiel schon gesagt, ist natürlich schwierig für Hamburg auswärts in Augsburg. Augsburg jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft. Was habe ich denn hier? Irgendwas Rotes, leicht gerötet. Naja, was soll's. Ich bin trotzdem hübsch. Sobald ich mich wieder rasiert habe. Morgen oder übermorgen kommt auch das Auflösungsvideos zu den Verlosungen, meine 5 Steam Keys. Das heißt, wer mitmachen will bei den Steam Keys, bei der Steam Key Verlosung zu The Witcher 2, kann auch mitmachen. Morgen oder übermorgen kommt dann die Auflösung der Gewinner und da werde ich mich mal versuchen, vorher zu rasieren, damit ich super hübsch aussehe für euch. So. Hertha BSC gegen FC Bayern München. Ja, also fast jedes Spiel ging extrem hoch aus, was die Tore angeht. Natürlich nur Hertha BSC gegen München. Nicht 0-1, nur ist eigentlich schon ziemlich schwach für München und spricht so ein bisschen für Hertha BSC. Aber ich würde sagen, München war auch nicht wirklich drückend. Also haben sich mal so ein bisschen zurückgehalten, haben mal so ein bisschen, ja, spielend regeneriert, kann man sagen. Aber im Endeffekt, 3 Punkte sind 3 Punkte. Es hat gereicht. Und auch wieder ohne Gegentor nach Hause gegangen. Auswärts. Ich meine, wenn eine Mannschaft jedes Spiel in der Saison gewinnen würde mit 1-0, dann wäre das vielleicht jetzt nicht die spannendste Spiele der Welt, aber dann würde trotzdem jeder sagen, verdiente Saisonsieger und wäre dann auch egal. Deswegen reicht 1-0 für Bayern reicht. Hoffenheim gegen Hannover, aber wie gesagt, das Spiel, was ich nicht gesehen habe, deswegen kann ich dazu leider gar nichts sagen. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob es verdient war, dass Hoffenheim 4-3 gewinnt, hätte Hannover gewinnen müssen, hätte es ein Unentschieden sein müssen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir es aber gerne schreiben und ich werde mir dann wohl direkt nach diesem Blog-Eintrag werde ich mir das Spiel nochmal anschauen, weil ich meine, hey, 7 Tore. Muss man gesehen haben. Ich hatte auf Hoffenheim getippt, weil Hannover einfach auswärts nichts reißt, aber 3 Auswärtstore ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich müssen 3 Auswärtstore natürlich reichen, um das Spiel zu gewinnen, ne? Logisch. Deswegen werden sie sich wohl zu Recht drüber ärgern. Wolfsburg gegen Gladbach war dann das Sonntagsspiel. Da war auch wieder besucht bei mir. Wir haben gehofft, oh geil, Gladbach, Wolfsburg, ist bestimmt super geil, das Spiel. War jetzt auch nicht das langweiligste Spiel der Welt, aber okay, ein Spiel, was 1-0 ausgeht, hat halt nicht so viele riesige Highlights. Hat aber hier auf Wolfsburg getippt, deswegen passt das. Und Wolfsburg hat auch unterm Strich verdient gewonnen. Ja, kommen wir zum Sorgenkind, Borussia Dortmund. Die verlieren schon wieder gegen eine Mannschaft, die unterm Strich vielleicht nicht ganz so gut gespielt hat wie Dortmund und er trotzdem wieder 2-0 und ich will gar nicht auf die Tabelle gucken. Letzter Platz, immer noch. Ach, BVB komplett im Abstiegskampf. Also, ich würde sagen, spätestens jetzt kann man Champions League komplett abschreiben. Man kann eigentlich nur noch auf die Europa League hoffen. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch durch den Pokal noch möglich. Da brauchen sie ja, also die könnten ja im Endeffekt Zehnter werden und Pokal halt gewinnen oder Pokal Zweiter werden, Bayern gewinnt, dann sind sie auch Europa League, soweit ich weiß. Von daher hoffe ich ja wenigstens mal diese Europa League spielen. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn die nächstes, also selbst wenn der BVB nächstes Jahr nicht in der zweiten Liga spielt, was ich mal nicht hoffe, sondern erste Bundesliga weiter bleibt, sobald die keine Champions League spielen und keine Europa League, nehmen sie erstens viel weniger Geld ein, aber das ist, denke ich, auch nicht mal so schlimm. Die Reputation international sinkt natürlich auch. Das heißt, es wird schwerer für den BVB gute Spieler zu halten, wie einen Reus, wie einen Aubameyang, wie einen Kagawa, Mkhitaryan und so weiter. Das heißt, wenn sie nicht international spielen, wird es viel, viel schwieriger, gute Spieler zu halten. Und es wird natürlich auch viel, viel schwieriger, sehr gute Spieler zu kaufen, weil die natürlich alle Interesse daran haben, international zu spielen, am besten Champions League. Und wenn man da nicht mal mehr Europa League spielt, dann tut das dem Kader überhaupt nicht gut. Und ja, ich bin echt gespannt. Und ich hätte auch gedacht, dass nach einer weiteren Niederlage gegen Eintracht Frankfurt, dass das Klopp freiwillig zurücktritt, hätte ich erwartet. Aber ist nicht passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Klopp vielleicht noch bis zu Weihnachten wartet, also bis zur Winterpause. Wobei dann wird es echt schwer, wenn sie bis zur Winterpause keine Punkte mehr holen, wäre echt kacke. Aber ich denke, wenn sie jetzt wirklich bis zur Winterpause nicht noch die Spiele gewinnen, dann tritt Klopp zurück. Also was soll er sonst machen? Ich meine, da muss man ja auch irgendwann mal einsehen, dass vielleicht die Impulse, die man geben kann, einfach nicht, es nicht mehr schaffen, die Blockade im Kopf zu sprengen. Und wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann könnte er vielleicht mit neuen Impulsen es schaffen, diese Blockade zu sprengen. Ich hoffe natürlich, dass Klopp das schafft, dass Klopp dem BVB erhalten bleibt, dass Klopp nächste und übernächstes Jahr die Liga gewinnt und vielleicht auch die Champions League und die Europa League alles zusammen und den Pokal.
die erste Mannschaft, die Europa League, Champions League, Liga und Pokal gewinnt, weil, naja, es geht nicht eigentlich, aber ist egal. Ich denke, ich habe genug gesagt. Ich liebe euch alle und ihr mich. Sehr geil. Bald ist Weihnachten. Meine Liebe zu euch. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, und gebt einen Daumen nach oben für den BVB, damit er wieder hochkommt. Komm, Baby. Daumen nach oben, wir würden euch loben. Bitte. Danke. In diesem Sinne, macht's gut. Tschö, tschö. Euer Praxis. Ich liebe euch alle.